herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Zwerge. Vor lange her, das ist aufgenommen. Ich glaube, über einen Monat. War viel los in dem Monat. Ich weiß also gar nichts mehr, weil mein Kopf mit anderen Dingen. Ich habe schon mal ganz, ganz schnell ins Questlog geluschert. Wir müssen zu den Fünften. Wir haben fast alle mit, außer Boendal. Der ist ja zurück verletzt. Das war voll der traurige Abschied. Das weiß ich noch. Ansonsten sind alle mit. Andokai ist wieder mit am Start. Bafragor und Goimgar. Und natürlich die Gruppe um Rodario. Und natürlich Berlindes und Giralda sind auch mit. Bei halt nur Bo und Balfi. Der wird in der Gruppe ganz schön fehlen, weil er ja unser kleiner Tank war. Aber gut, wir kriegen es auch hoffentlich ohne Boendal hin. Wir sind gerade erst aus den Stollen, wir müssen jetzt oberirdisch weiter. Wir haben so gut wie gar keine Nahrung mehr. Jetzt erstmal das Fragezeichen. Gehen wir? Ja, wir gehen nach Ackberg. Gucken mal, was da los ist. Dann finden wir hoffentlich irgendein Gasthaus, wo wir denn was einkaufen. Ach, hier war eins. In der Nacht lässt dich ein markerschütternder Schrei hochschrecken. Du siehst dich panisch um und bemerkst, dass auch die anderen hochgeschreckt sind. Doch nur Giralda stehen die Schweißperlen auf der Stirn. Sie atmet schwer. Besorgt gehst du zu ihr hinüber. Ich erinnere mich wieder. Die Albe, sie machen Experimente an den Kindern des Schmieds. Wir müssen sie retten. Okay. Albe, Experimente, wovon sprichst du? Ich erinnere mich wieder an alles. Oder einiges. Ich weiß, dass ich von den Albe gefangen genommen wurde, so wie andere Zwerge. Sie haben an uns experimentiert und ich bin irgendwie entkommen. Wo genau war das? Sie sind hier, in der Nähe. Es war ein Dorf, denke ich. Ein Dorf der Albe in Tabain? Klingt nicht sehr glaubhaft. Ja, wir werden natürlich helfen. Wir nehmen alles mit, was geht. Bei Vrakas, wenn die Albe an Zwergen experimentieren, können wir das nicht ignorieren. Wir müssen die Gefangenen befreien. Wir können die Welt nicht retten, wenn wir Leid direkt vor unseren Augen ignorieren. Wir helfen Giralda. Boendal und die anderen akzeptieren deine Entscheidung. Giralda nickt dir dankbar zu. Habt ihr es gehört? Da stand Boendil und er sagt einfach Boendal. Das geht so nicht. Hier, erster Fehler. Giel, du enttäuscht mich. Nein, kann ja mal passieren. Aber tatsächlich... weil Boendal natürlich verletzt bei den ersten. Wollte ich gerade sagen. Haben wir ein neues Fragezeichen bekommen? Oh, meine Stimme. Ich habe momentan ein bisschen Probleme, weil wieder Allergie. Als ihr Ackberg betretet, seht ihr keinen einzigen Dorfbewohner. Euch beschleicht ein ungutes Gefühl, das schließlich durch rote Malereien an den Häusern zur Gewissheit wird. Albe. Wir betrachten erstmal die Malerei. Die mit Blut gemalten Bilder erzählen die grauenvolle Geschichte, wie Albe in das Dorf kamen und die Bewohner töteten. Ihr findet auch einige kunstvoll geschnitzte Knochen. Einige größer wie von Menschen, einige kleiner und kräftiger wie von Zwergen. Als ihr das andere Ende des Dorfes erreicht habt, steht deinen Gefährten die Abscheu ins Gesicht geschrieben. Keiner von euch verliert ein Wort. Dann suchen wir jetzt nach Hinweisen. Wie erwartet findet ihr keine Überlebenden, aber auch keine Untoten. Das tote Land ist noch nicht bis hierher vorgerückt. Am nördlichen Rand des Dorfes entdeckt ihr Fußspuren. Das waren Orks. Sieht aus, als ob sie hier gewartet hätten, während die Spitzohren im Dorf ihr Unheil trieben. Es scheint, als wären sie nach Norden weitergegangen. Ja, dann verbrennen wir natürlich die Gebeine und waschen alles weg. Ich finde sowas gehört sich einfach. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, würde so ein Ort sich einfach verlassen. Ich wollte gerade sagen fair, aber es ist ein bisschen Würde sollen die tun. Ihr sammelt alle Gebeine, die ihr finden könnt, und verbrennt sie.
Mit Wasser aus dem Brunnen verwischt ihr die Malereien. Ihr konntet diesen Horror nicht verhindern, aber ihr wollt keine Spur davon zurücklassen. Ja, das ist schon mal ganz gut. Dann gehen wir mal weiter. Ihr geht durch einst blühende Dörfer, die wegen des Vormarschs des Toten Landes verlassen wurden. Wie aus dem Land selbst ist aus dem Holz vieler Häuser die Farbe gewichen. Unter euren Füßen knistert und knackt ein Teppich vertrockneter Pflanzen. Du weißt nicht, ob das Tote Land jemals wieder vertrieben werden kann. Und selbst wenn, ist es fraglich, ob hier wieder Menschen leben werden. Du seufzt und versuchst, die dunklen Gedanken zu vertreiben. Okay, dann weiter. Ich weiß nicht, ob das später noch wichtig wird. So genau habe ich jetzt das Ende gar nicht mehr im Kopf. Tatsächlich. Denn als ich das LP geguckt habe, das ist auch schon wieder ein bisschen länger her. Und das Buch, das ist sehr, sehr lange her. Und also an sich merke ich mir viel, was in Büchern steht oder der Inhalt von Büchern, merke ich mir ganz gut. Aber ehrlich, seitdem ich studiere, das voll nach hinten fallen sitzen. Oh, riecht ihr das? Kommt! Uik, uik! Ohne auf euch zu warten, läuft Boindil über die Anhöhe und verschwindet dahinter. Ihr folgt ihm. Und als ihr die Kuppe erreicht, seht ihr vor euch ein seltsames Schauspiel. Was sehen wir denn? Nee, also die Zwerge habe ich tatsächlich in der Schulzeit noch gelesen. Dann kam Mies-Studium. Ich habe doch gesagt, du sollst sie nicht anrühren. Aber ich hatte Hunger. Er hatte Hunger. Nee, und deswegen, das ist einfach weg jetzt. Tatsächlich. Ich finde das total schade. Aber jetzt schwirrt anderes Zeug in meinem Kopf rum. Wir nehmen natürlich Tungdil mit. Den kann man auch gar nicht wegmachen. Ist ja auch klar. Dann, Boendil hätte ich schon ganz gerne. Ich glaube, ich nehme mal Andokai, weil ich glaube, die konnte heilen. Und nehmen wir noch mit. Hier kommen wir nimmer Balinde. Weg. Weg. So. Nehmen wir Balinde. Ich hoffe, die kann ein bisschen was tanken. Oder ist Bafragor eher der Tank? Er war auch nicht so wild. Wie viel Leben hat er? Der hat 8000. Der hat weniger. Aber wir nehmen mal Balindes mit. Ich glaube, die wird noch ein bisschen besser als Bafragor. Und wenn es dann müssen wir halt nochmal kämpfen. Also, Sachen müssen wir verteilen. Ja, das ist halt festgesetzt. Was bekommt denn Tung? Da drauf? Nee, der nimmt. Und ja, das, was kriegt Anduk? Was war das denn? Für den Schaden beispielsweise. Das kriegt Anduk. Warum kriegt mein lieber Boendil nicht das Bessere? So, da habe ich ja wohl ein bisschen geschlafen. Und Balinde kriegt auch mal einen Heiltrank, herzhalber. Dann, warte, ich habe so lange nicht mehr hier gekämpft. Das wird ja interessant. Warum starten wir eigentlich immer verletzt? Huch, mal kurz. Gott, das wird ganz schön. Also wenn das irgendjemand weiß, warum wir immer verletzt starten. Oder mit halbem Lebensbalken. Dann darf er mir das gerne mal schreiben. Weil ich weiß es nicht. Okay. Wow, ist der Sound gerade laut. Dann starten wir mal einfach. Wo ist denn meine Gruppe? Die beiden Ladies sind da hinten. Komm mal mit. Jetzt bin ich aber gespannt. Komm mal mit. Und das gleich wird erledigt. Jetzt wehtun. Greif mal mit an. Huch. Am besten, wir bleiben halt erstmal zusammen. Erledigt.
Hammer und Schwinger raus. Ach, holen die schon wieder außer Rand und Band. Wohl gekämpft und doch verloren. Andokai heil wieder rum. Okay. Was kann denn Berlindes eigentlich? Was gibt's? Ja, warum bist du da vorne? Komm mal. Für Wrakas. Geh mal lieber dahin zu deinen Leuten. Bisschen stürmisch, die Dame. Ein gutes Training. Es macht mich total fertig, dass sie halt die eine Synchronstimme hat. Ich bin da. Huch, Berlindes. Ja. Magst du mal hier angreifen? Ja, bitte? Geh mal weiter. Ich habe halt ein anderes Bild im Kopf. Das ist bei mir und Synchronstimmen ganz schlimm, weil ich dann die Bilder bei sie aus dem Kopf bekomme. Meine Güte, die Musik ist echt laut. Also ihr wollt nicht wissen, wie leise mein PC ist, wenn ich aufnehme. Ja? Und ich habe jetzt das Gefühl, es schreit mir alles weg. Solche Kreatur. So, mein Lieber. Kommst du nicht ran, weil du nach da hinten stehst. Was denn? Komm, Andokai. Mach mal was. Ungekämpft und doch verloren. Aber Andokai ist schon ganz. Hier. Tunkel. Hau mal bitte. Komm da nicht ran. Tunkel, jetzt lauf, beweg dich mal und mach mal was. Kannst dich nur die anderen kämpfen lassen. Oberlindes ist da ganz schön. Ja, im Fokus. Wohl gekämpft und doch verloren. Ziemlich alleine. Die stimmt ein bisschen vor, die Dame. Jetzt kriegen die anderen Verstärkung von hinten. Nicht so. Geh mal da in die Richtung, mein Lieber. Mach mal ein bisschen sauber. Okay, hat Andokai noch ein bisschen was? Plus so die Richtung? Ich hätte mehr Widerstand erwartet. Boah, Andokai, du bist ein Viech. Nee, brauchen wir nicht. Bringen wir da hin. Bohendil. Ah, Bohendil ist mal wieder außer Rand und Band. Oh, Andokai, du stehst da jetzt ziemlich. Bin ich aber gespannt. Vielleicht bringt's was. So. Was ist das? Bin ich, dass Tung dir runterfällt? Nein, Tung dir! Okay. Was gibt's? Ach. Berlindes, du bist ganz schön, chancenlos angeschlagen. Bohendil, ja. Oh ne, einen Schwinger könnten wir da mal raushauen. Ein gutes Training. Andokai, kannst du nochmal? So. Und weiter. Hat sie es gemacht? Tung dir noch und da? Jetzt bin ich da ist er. Er ist noch da, Gott sei Dank. Bin auch ziemlich gespannt. Berlindes. Ja? Ganz schön angeschlagen. Was für eine Zeitverschwendung. Oh, jetzt ist Tung dir ganz schön angeschlagen. Aber Tung dir kann das sehr stark. Kann sich ein bisschen. Bisschen die Leute vom Leib halten. Und ich hab nicht okay. mal ernst gemacht. Bohendil. Brauch dich mal ein bisschen. Hast du dein Blutrausch jetzt mal überwunden? Perfekt. Bring mal mit hier zu Tunkel. Oh, der sieht so geil aus, dieser Sprungangriff. Okay, auf ihn. Auf ihn mit Gebrüll, mein Lieber. Was für eine Zeitverschwendung. Das brauchen wir nicht. Ich hätte mehr Widerstand erwartet gemacht. Tungdil, bin ich so rum? Wo ist der Nächste? Erledigt. Dann gehen wir hier. Tungdil, du kommst mit. Ja, nicht her. Komm mit. Abscheuliche Kreatur. Können wir nochmal aktivieren? Und doch verloren. So, mit.
Da ist das Spiel rausgetappt. Okay. Und jetzt? Erstmal alle da sammeln. Und Balindes. Nimm mal bitte die Angreifen. Halt mir hier nicht runter. Und jetzt alle dahin. Was? Okay. Hier noch ein paar Orks. Ja, da in der Ecke. Meine Liebe an. Was denn? Hau mal das raus. Okay. Hm? Und wir gehen auf den hier. Ein gutes Test. Und ihr? Komm mit. Was für eine Zeitverschwendung. Chancenlos. So. Und jetzt auf den da bitte. Der wirft hier ein paar Äxte rum. Ja, bitte? Komm mal bitte. Ja. Was für eine Zeitverschwendung. Okay, Tom Deal. Noch drei Orks, die sind da hinten. Und sechs und denn alle. Dann schwimmen wir nach vorne. Ja. Angriff! Sofort! Herr Tunke, was machst du da? Seid schon ein paar Leute angreifen. Was gibt's? So, für die Ersten! Ich hab nicht mal ernst gemacht. Warum hat Balin das eigentlich keinen Heiltrank ausgerüstet? Andokai. Magst du mal bitte über der Balindes ein bisschen helfen? Mir das doch zu viel. Ja, Balindes. Das kann ich verstehen. Aber sie hat, glaube ich, Balindes hat auch mit dem wenigsten Leben gestartet. Bin ich der Meinung. Okay, das haben wir. Das wird uns wehtun. Oh, wenn hier von denen. Okay, es fehlen nur noch zwei von jeder Sorte. Spüre meine Macht. Und weiter. Und der nächste. So tun wir. Dann hauen wir drauf, würde ich sagen. Okay, es fehlt nur noch ein Ork. Schluss damit. Da. Und weiter. Ich habe nicht mal ernst gemacht. Wir haben es geschafft. Der chaotische Kampf zwischen den Orks, den Untoten und euch kommt zum bestmöglichen Ende. Außer euch steht niemand mehr. Ihr beschließt, euch ein wenig umzusehen. Gut, dann sehen wir uns mal um. Das lief doch ganz gut. Ich dachte schon, ich hätte wieder alles verlernt, aber habe ich nicht. Okay, dann... Da sind... Zeichen weg. Lupen. Du entdeckst eine Fiole, die so aussieht wie die, die Geralda bei sich trägt. Noch bevor du dir das Glasröhrchen genauer ansehen kannst, steht plötzlich Geralda neben dir und reißt es dir aus der Hand. Sie dreht es aufgeregt hin und her, doch dann macht sich Enttäuschung in ihrem Gesicht breit. Das Gefäß ist leer. Wortlos macht sie sich wieder daran, die Umgebung zu untersuchen. Geralda scheint ein wenig... süchtig nicht, aber sie braucht wahrscheinlich... Dich schüttelt es bei dem Gedanken, auch so enden zu können. Du hoffst, dass einer deiner Begleiter Mitleid mit dir haben wird, solltest du auf dem toten Land sterben. Ich hoffe auch. Ah, da hinten ist... Oh, das schwarze Wasser. Je näher ihr dem Pfuhl kommt, desto schlimmer stinkt es nach Verwesung und Tod. Zunächst dachtet ihr, dass es sich einfach nur um schmutziges Wasser handelt. Doch soweit ihr es unter dem Nebel erkennen könnt, wirkt es fast schwarz und hat wundersame Schlieren. Nur noch das? Es ist eine Karte der Umgebung. Nicht unweit von eurem jetzigen Standort ist eine Stelle deutlich mit einem roten Kreuz markiert. Ist es ein weiteres Orklager oder gar das Lager der Albae?
Du markierst die Stelle auf deiner Landkarte. Ja, wir haben 100 XP verdient. Ja? Okay, mehr gibt's nicht. Okay, dann setzen wir unseren Weg fort. Mit dem mutmaßlichen Standort eines anderen Lagers im Gepäck setzt ihr euren Weg fort. Andokahet Level Up. Und Jerun. Verlindes noch nicht. Sonst auch keine. Okay. Oder? Nö. Rodario ist kurz vor Level Up. Namora. Burgas, Bafragor. Ach, wir sind Stufe 9 geworden. Ja? Oder haben wir. Waren wir das schon vorher? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich frage mich echt, warum wir immer verletzt in starten. Weil noch können wir uns doch heilen. Also können doch Verletzungen regeneriert werden durch Nahrung. So, Andokai, was bekommt sie denn? Magischer Schild. Magischer Schild, der kurze Zeit den Schaden aufs Ziel deutlich reduziert. Heilt einen Verbündeten stark, hat eine 50% Chance, zum nächsten Verbündeten zu springen. Das nehmen wir doch mal, meine liebe Andokai, ne? Das nehmen wir doch gerne. Und Jerun, was hat der? Gegner in seinem Umfeld erhalten viel Schaden, dann bekommt sie Panik. Jerun kämpft sich durch, seine Gegner verursacht bei jedem seiner, seinem Weg viel Schaden. Ja, das nehmen wir. Jerun, hatten wir den schon mal mit? Wir kriegen 20. Ja, 20 Proviant. Wir sind gerettet. Eine Elfenbeinfigur und 270 Gold. Wir brauchen nicht mehr so viel Gold. Wir brauchen Nahrung. Na gut. Ich wollte eigentlich gerne noch mal, aber hier ist noch nichts. Oder hinten ist ein Fragezeichen. Oder, ja, da gehen wir erstmal noch. Gehen jetzt noch. Denn da. Glaube ich, da kürzest. Kurz auf die Zeit schieben, dass ich hier wieder vollkommen. Geralda kann den ganzen Tag über kaum Schritt halten. Und als du sie wanken siehst, gibst du früher als sonst den Befehl, das Nachtlager aufzuschlagen. Alles in Ordnung mit dir? Die Zwergin sieht krank aus. Und da ihr das wohl klar ist, versucht sie es erst gar nicht mit Ausreden. Der Trank. Er ist leer. Ich brauche den Trank. Sie schaut dich flehend an, so als ob du ihr helfen könntest. Über die nächsten Tage verschlechtert sich Geraldas Zustand zunehmend. Sie beginnt zu zittern und mehr als einmal erwischst du sie dabei, wie sie in sich hineinmurmelt und verstohlene Blicke in Richtung Andokai wirft. Die Maga behauptet, sie wisse nicht, um was für einen Trank es sich gehandelt habe und warum Geralda ihn brauche. Du glaubst ihr, doch dir fällt auch auf, dass Andokai sich nicht gerade um die Lösung des Problems bemüht. Okay, Andokai ist wieder wild. Ihr erreicht den Ort, der auf der Karte der Orks eingezeichnet war, und bei dem Anblick, der sich euch bietet, gibt es keinen Zweifel. Hier haben die Alber ihre Experimente gemacht. Zwerge! Oh, ich bin froh, endlich wieder Angehörige meines Volkes zu sehen. Ich bin froh, überhaupt jemanden zu sehen, der mich nicht töten will. Wir sind hier, um dich zu retten. Wir haben gehört, dass Alber an Zwergen experimentieren. Wo sind die anderen? Sieh, ich bin der Letzte. Mich gibt es auch noch. Du bist also entkommen. Ich hätte es mir denken können. Ja, ich sehe gerade, der Sound ist hier echt laut. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Nicht, dass ihr mich nicht mehr verstehen könnt. Das wäre total doof. Ich habe heute auch ein bisschen an meinem Noise Gate rumgespielt, damit ich habe das Gefühl, manchmal bricht mein Gesagtes ab, wenn ich zu leise bin. Deswegen habe ich jetzt mal ein bisschen gespielt. Ich hoffe, ihr kriegt viel durch. Gut, was nehmen wir denn mal? Du bist der Erste, der ins Reich der Fünften aufgebrochen ist, um das Schwert Sternenbeißer zu finden, oder? Das stimmt. Kastor Grobklinge ist der Name. Aber woher weißt du das? Wir haben deine Aufzeichnungen im Güldenbrunn gefunden. Wir hatten gehofft, dich leben zu finden.
Danke. Ich hatte gehofft, jemand würde meine Aufzeichnungen finden. Im schlimmsten Fall, dass ich... Nun ja, ich hatte Erfolg. Ich habe das Schwert gefunden und war schon auf dem Rückweg aus dem Reich der Fünften, als mich die Albe überrascht haben. Sie kamen in der Nacht und ich hatte keine Möglichkeit, mich auch nur zu wehren. Am nächsten Morgen wachte ich in diesem Käfig auf. Sie wollten mit mir dasselbe anstellen wie mit ihr. Castor nickt in Geraldas Richtung. Aber dazu kam es nicht mehr. Du und Geralda, ihr kennt euch? Sie war schon hier, als ich ankam. Die Albe haben Experimente mit ihr gemacht. Sie haben ihr eine Tinktur aus einem Apparat eingeflößt und danach schien es, als sei sie eine Puppe. Sie musste ihnen gehorchen. Sie bildeten sie in Kämpfen aus und sie konnte Albe-Magie wirken. Ich schwöre es. Aber beim letzten Mal war etwas anders. Sie kämpfte gegen die Befehle der Albe an, köpfte schließlich einen von ihnen. Sie ließ mich und die anderen Gefangenen frei und lief im Chaos davon. Die Albe haben uns alle wieder gefangen genommen. Nur sie nicht. Wo sind die Albe? Ach, vergiss die Frage. Da sind sie. Hallo, mein Lieber. Ich glaube, wir sollten mal Geralda mitkämpfen lassen. Statt Valyndis. Denn es ist ja irgendwie so ein bisschen ihre Quest. Ich hoffe, das war jetzt keine Fehlentscheidung. Ich hoffe, sie ist gut. Und ich hoffe, man hört mich. Ja, doch. Sah gerade nämlich so zwischendurch aus, als würde ich wieder weg sein. Okay. Oh nein, ich habe ihr gar nichts gegeben. Oh, Pause. Gegner töten. Oh nein, nicht schon wieder Nachtmar. Zwei? Nein, keine zwei. Oh Gott, das wird ja... Na toll. Wir haben keine Heiltränke mehr. Aber wir haben... Ja, Andokai, die kann ja jetzt heilen. Hoffentlich. Okay, dann würde ich mal sagen... Dein Tod ist hier! Ja, Boindil, mein Lieber. Geh mal bitte direkt auf das. Mit dem. Das machen wir mal kurz an. Wow, Boindil! Aber ich kann ihn gerade nicht steuern. Der ist wieder außer Rand und Band. Wo? Wie sieht es hier oben bei den beiden aus? Ja? So, Tungil. Machen wir einen Schwinger. Geralda. Okay, was ist das? Schnellfeuer. Mach das mal. Okay. Machen wir mal weiter, ich schau mal. Andokai, wie geht's der? Jetzt bin ich aber gespannt. Also ein bisschen mehr hier hin. Wo ist der Nächste? Okay. Jetzt haben wir wieder alle beisammen. Wie erledigt! Oh nein, die Folge kriegt Überlänge. Jetzt bin ich aber gespannt. Auf die Nachtmar. Ach, auf die Nachtmar alle, bitte. So, mein Lieber. Hau bitte mal drauf. Ah, ich muss einmal ganz kurz gucken. Ich hoffe, die Fähigkeit, die sie bekommen hat, war eine passive und man musste sie nicht ausrüsten. Oh, irgendwas. Okay. Und jetzt? Boah, Deal. Ja, bitte hier auf den Nacken. So, der erste ist Tu. Dann gehen wir jetzt mal alle auf. Ihn da. Wo ist er hin? Da hinten. So gut wie erledigt! Ach, Sintoras. Ja? Das war ein ganz guter Schlag. Ja? War auch nicht so schlecht von Geralda. Jetzt bin ich aber gespannt. Dein Tod heißt Geralda. Hm? Der
den Tod heißt Geralda. Okay. Isintoras ist auch gleich tot. Da hinten ist noch. Mhm. Wie viele Gegner sollen wir eigentlich töten? 30. Okay. Dass er sich immer zu uns rein teleportiert, ne? Okay, ja. Dann gehen wir mal auf die nächste. Das ist hier erledigt! So, kommt ihr klar, oder? Ach, wo ist der nächste? Dann würde ich mal sagen, wir gehen auf zum. Oh ja, bringt's was. Dein Tod heißt Geralda! Zum nächsten Nachtenberg. Marc, kommst du klar, Geralda? Anscheinend kommt sie klar. Wir warten noch kurz, bis Geralda fertig. Okay. Toll, wenn es sein muss. Und man sollte auch nicht pausieren, wenn man weiter rumläuft. Vielleicht bringt's was. Bettchen. Huch. War die falsche Richtung. Jetzt los. Was denn? Anduk. Ey. Da. Wohin gehen? Boah, das Pferd ist gerade. Genau. Das war alles? In dem Moment weggesprungen. So, Geralda. Auf den da bitte. Und wir ist gerade ein bisschen betäubt. Aber nicht so schlimm. Aber wohin dir kann gerade nicht. Oh, ich komme nicht ran. Auf den Weg. Was für eine Zeitverschwendung. Jetzt nochmal bitte. Hau nochmal drauf, Tungdil. Einverstanden. Der braucht nicht mehr viel. Abscheuliche Kreatur. So, der ist weg. Mhm. Hey, Anukai. Jetzt bin ich aber gespannt. Auch nichts. Und ich habe nicht mal ernst gemacht. Du hast noch nicht mehr ernst gemacht. Wir müssen gleich mal gucken, ob wir die Fähigkeit ausrüsten müssen von Andokai, dass sie heilen kann. So. Hm? Es fehlen noch 13. Wieder oben sind noch ein. Wo ist der Nächste? Was denn? Dein Tod ist hier! Und weiter! Das ist gut wie erledigt! Erledigt? Ja? Das war der Anhänger. Habe ich es einfach angedrückt? Ah, ich hab's gehört. Also. Zeitverschwendung. Hm? Okay. Magst du mitkämpfen? Der Freund ist frei. Achso, Andokai scheint zu heilen. Zumindest sah es gerade so bei Tungdil aus. Er hat sich ja kaum gewehrt. Ja? Und weiter! Ach, geschafft. Ich hatte gehofft, nach Grünhain nie wieder einen Nachtmahr zu sehen. Zum Glück waren es zwei. Ach, wohin dir. Vielleicht gibt es noch mehr Überlebende oder wir finden etwas über den Trank heraus, den Geralda braucht. Oh, zwei Errungenschaften habe ich freigeschaltet. Seht ihr ja natürlich nicht. Gehe ich mir nachher mal in Ruhe. Okay. Wir zoomen die ganze Zeit bei dabei. Na cool. Okay, wir haben ein bisschen Erfahrung bekommen. Oh, Bafragott, Level up auf 10. Drachenatem, ja. Kann man ja nicht ausrüsten. Man kann ja bei ihm irgendwie nicht so wählen, ne? Und wir kriegen 15 Proviant. Dann will ich mir jetzt einmal ganz kurz meine Truppe angucken. Ah genau, der hat jetzt alles. Und bei meiner Ben Ando. Das eine passt.
Nein, die... Dann nehmen wir doch mal lieber den Kettenblitz weg. Den liegen wir... Was? Da. Was ist das? Ne, wir lassen das mal. Achso, passiv. Das ist passiv, das ist gar nicht belegt. Aber die haben wir jetzt belegt. Jetzt haben wir die Heilung, Kettenheilung da. Brauchen wir nicht mehr so auf beachten. Ich weiß nicht, warum wir eben keine Dings mit Tränke. Aber gut, ist ja nicht so schlimm. Muss man bei Bafragor auch. Das müsste man auch aktivieren, das Elixier. Aber wenn wir jetzt eine Heilerin haben, brauchen wir das. Andukai ist jetzt einfach damit fest in dem Team. Okay, dann gucken wir mal da. Folge beenden. Aber das machen wir jetzt. Ein Rucksack mit allem, was man für ein paar Tage in der Wildnis benötigt und ein fremdartig aussehendes Schwert. Ah, okay, das waren die. Wobei, ich glaube, ich mache jetzt doch einen Schnitt, weil sonst wird es zu lang. In der nächsten Folge sehen wir uns dann hier noch genauer um. Und schauen mal, ob wir noch was rausfinden über den Trank. Alter, also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.